Verdammt, ich habe ihn verloren. Jawoll! Wen suchst du denn? Der sucht Marcel. Mich, aber ich bin unsichtbar. Ich hoffe nicht mich, ja, weil ich er hat mich verloren, er hat mich verloren. Oh, ich bin wieder auf dem türkischen Basar. Einkaufsladen. Alter. Ah, die sehen alle so cool. Selbst ist das normal, dass deine Schafe da unten rauslaufen. Boah, das ist doch nicht euer Ernst. Was soll denn der Scheiß? Alter, ich versuche. Ich hab die Tür gerade zugemacht, es sind nur zwei rausgelaufen. Irgendwann. Warum machst du denn den Scheiß überhaupt? Ich hab's nicht aufgemacht, ich hab's nur zugemacht. Jetzt muss ich wieder reinschmeißen, ey. Heute Feuerzeug und Gras. Und es passiert. Felix. Nicht. Felix, ja. Guck mal. Oh, doch, es passiert was. Oh mein Gott. Ja, ich wollte. Das brennt. Da unten ist ein Fluss, gell? Sepp! Fuck, soll ich dir was zeigen? Was denn? Bleib mal da unten stehen. Zu deinem Eingang, verfickte Scheiße! Steinige dich jetzt! Oh, ist das dein Ernst? Bring Wassereimer mit, das Gras brennt! Du hast mein Gras angezündet? Alter, das hat. Boah, ich hab das gepflegt und gehegt! Mein Gras! Ich renn jetzt gerade. Das hört sich so. Ja, mein Gras, nein! Alles klar. Alles weg! Hey, da ist ja jemand vor mir. Suchst du mich immer noch? Da hat gerade irgendwas rumgeblubbelt. Ich wollte schon sagen. Okay. So, mein Schafe sind erstmal wieder. Ich lauf die ganze Zeit hinter dir. Du Arsch! Vorsicht! Alter, ich hab nur zwei Herzen, Mann. Ich arbeite nur daran, dein Müll weiter. So, jetzt wollte ich wieder Holz. Stimmt, es ist hier oben. Boah, hört auf, ey. Bitte. Ja, ich hör jetzt auf. Ich hab den 3 Herzen, Mann. Hey, da fügt einer Blümchen und... Oh, meine Unsichtbarkeit hat aufgehört. Scheiße, nein. Ich hab noch einen Trend. Wo bist denn du? Oh mein Gott. Oh, cool, TNT. Alter, geil. Scheiße, oh, ey, da hat er 2 TNT. Ich wollte doch Hallo sagen. Hallo. Ja, ich hab auch Hallo gesagt, auf meine Art und Weise. Alter. Kopflos. Also Hunde schnüffeln sich am Arsch. Ich hau halt an den Schnüffeln. Wie macht den Trash aus meinem? Das ist immer Schaufeln Kopf. Wie depriviert war das denn jetzt? Mann, dann gebe ihm doch wenigstens sein Zeug. Ich hab nur noch ein Herz, Mann. 4 Herzen, also bitte nicht. Das Schlimme bei Marc ist, dass er auch im echten Leben... Nee, ich hab... Aber kannst du mir trotzdem was geben? Hör mit. Danke. Okay, was mache ich jetzt für Unfug? So. Ich wollte Holz. Das ist kein Holz. Das ist auch kein Holz. Erst wird es Gras, dann wird es Holz. Der Gras ist ja, mein Gras ist jetzt verbrannt, oder? Also. Das hat irgendjemand mutwillig hier in Flammen gesetzt. Aber Hager, sollte es eigentlich. Ja, und ich war nicht mal da, um hier drauf einzuziehen, ey, das kotzt mich an. Ja, sorry, die Leute von der Drogenfahndung haben zu mir gesagt, ey, hier zündet mal selbst Gras an. Und da hab ich gemeint, hey, alles klar, ich zünd das. Was hat dir das gebracht? Du kriegst kein Gras mehr von mir. Jetzt offen, ey, du würdest dir das doch eher mal selbst unter die Nase reißen. Beschert. Einen grausamen, schmerzhaften Tod durchs Schwert. Tja, hättest mal mein Gras in Ruhe gelassen. Aber ich sag doch, was sind denn das hier für ethische Normen? Ich meine, hallo? Man schlägt jemanden und wird dafür umgebracht. Ich meine, was ist denn? Ey, sind wir hier bei einem Messerstecher? Das mache ich schon immer so. Ich meine, ich wollte jetzt einige Personen damit in Verbindung bringen, aber dann sagt ihr mir wieder, das kannst du nicht sagen. Tja, wir achten darauf, was gesagt wird, aber das kompensieren wir damit, indem wir total aggressiv und blutrünstig sind. Ja, pass auf, sowas läuft das hinaus. Stellt euch doch mal vor, wir hätten ja keine Meinungsfreiheit. Och, Alter. Stell dir mal vor, du hättest so eine Einschränkung beim Bauen, so Minecraft-Freiheit beschnitten. Oh mein Gott. Ey, ich hab's Krematorium gefunden. Wuhu, 3 Öfen. Ich will nicht wissen, dass wir da schon alles verbrannt haben. Wollen wir die Nacht durchmachen oder schlafen? Ich hoffe, keine Menschen. Denn wenn er sie schon umbringt, ja. Wie reden die denn hier von Menschen, also wirklich? Legen wir uns die Nacht hin oder. Nicht mehr am Schafe vermehren. Ja, wir legen uns hin, ich hab hier nichts zu tun. Dann Aga musst du dich als Auslaufen. Ja, sag dann Bescheid. Achso, Moment, ich lieg auch noch nicht. Ich lieg jetzt. Ich lieg auch noch nicht. Jetzt lieg ich. Alle im Bett? Moment, ich bin noch am Schafe scheren. Sind alle im Bett, weil da gehe ich raus. Ja, ich bin auch nicht im Bett. Musik anmachen, hört ihr das, wenn ich mir jetzt Musik anmache? Das kommt drauf an, ich habe die ganze Zeit Musik nebenbei laufen. Also seid ihr jetzt alle im Bett oder nicht? Nee, ich bin auch nicht. Okay, dann schaffe ich es sogar noch hochzulaufen, Moment. Na, wenn so, also ich bin jetzt mit bei Marcel, das ist so ein Ersatzbett bei dir noch. Jeder hören. Ja, da noch iPhone, das. Also bei Lukas. Ich bin im Bett. Ja, du kannst bei mir, kannst du jetzt pennen. Ja, ich bin schon. So, Moment, ich bin gleich da. Wo ist meine Tür? Wo ist denn noch ein Bett? Kaktüren, Alter, die sind voll verpackt.
Ja, ich komme auch schnell nach Hause. Ich war. Nee, ich das kann ist Alfons. So. Kann der Felix den Berg runterspringen? Ich bin im Bett. Könnt dann bitte gehen. Oder nicht? So, okay, dann gehe ich einfach raus. Warte, ich brauche schnell ins Bett. Schnell. So. Warte, noch nicht okay, Algar, noch nicht Algar. Okay. Eingeschlafen, so. Angst. Wieder Tag. Okay, kann ich wieder rein? Ja. Yay. Juhu. So, ein neuer Tag, neues. Was machen wir heute? Tja. Keine. Aua. Hallo, das ist unfreundlich. Hör doch mal auf damit, bitte. Boah. Ich unsichtbarer, ich hau meine Mitspieler. So, wofür hatte ich eigentlich die rote Wolle? Ey, wenn du gerade meinen Arm baust, du Molucker. Ich weiß nicht, wozu du die rote gemacht hast. Ey, ach ja, für meinen Teppich oben, ich bräuchte die gar nicht mehr. Ich habe die Spitzhacke umbenannt, die heißt jetzt Zanz. Vorsicht! So, hast du einen kompletten Zaubertisch oder nur so ein. Ich hab einen besten Zaubertisch, den es momentan gibt. Achso, mit einem Zaubertisch. Ich wollte Holz, genau, jetzt hab ich's wieder. Mann, erstmal wieder schön fahren von wow. So, also dann gehe ich jetzt mal in die Mine, ne, und dann schwinge ich wieder von Moria. Ah, ist auch gerade selber gedacht. Du schwingst deinen Schwengel wieder richtig durch. Bäh, Aga, das wollte ich echt nicht wissen. Nein, ich schwing nicht meinen Schwengel durch, ich schwing meinen Hans durch. Der Typ ist das da oben. Dein Ernst? Ey, Marc, magst du mal wieder dem Lukas sein Zeug wiedergeben? Wenigstens das Schwert. Ja, gib mir mein TNT, das ist total vertrauenswürdig, wollte ich auch machen. Ich bin recht weit weg jetzt. Ich kann es ihm wiedergeben, sobald ich mal wieder in der Gegend bin. Das ist nicht das ja, Thema. Das ist nett, ja, bitte, mach das. Ja, ich bin hier oben, ich gehe jetzt wieder zu meinen Schafen das Gehege erhöhen, damit sie sich schneller fortpflanzen können. Da habe ich schon fahrlos entsorgt. Hier sind drei Hebel, was kann man mit denen machen? Nein, bitte aktivieren nicht! Betätigen. So. Was? Aktivieren? Bitte nicht! Nein, Lukas, das ist die Farm! Dann haben wir, glaube ich, den Rage-Quiet. Leg den Hebel um! Wenn er dir drückt, ist die ganze Erde im Arsch! Nein, war Spaß! Ich bin wir haben keine Kartoffeln mehr! Keine Möhren, kein Weichen mehr! Nein, ist alles okay! Ja, du hast noch Kartoffeln! Depp? Ja. Nimm es mal auf und schau dir mal Namen an! Komm in Frieden! Hans! Und deine Schaufel ist ein Wurscht, oder was? Mich töten, bitte. Hans Wurscht. Ich komme in Frieden, ich bin friedlich. Und Schafe, es hat laut. Ich will das Hühnchen. Aua, auch Mann, oh, keiner Mann. Das war nur das Hühnchen. Was komm, du kriegst dafür das Hühnchen ab, okay? Was, Felix? Oh, du hast ja die ganzen Bäume ab, Affe. Welche Bäume eigentlich? Ja, ich hab Holz gebraucht, danke. Aber du kannst einfach fragen vorher. Ja, eben. Gar nicht, ich muss du hast dich fragen. Unsichtbar du gemacht, hast mich geschlagen, hast Steine von mir abgebaut, was soll das? Oder ich schick's selbst nur so selbst. Ah ja, ich hab halt Holz gebraucht, Felix, ich hab halt Holz gebraucht. Das ja oben ist Wartgelände, ne? Ja, das ist wieder klar. Ist das ein Antrag? Ich kann auch einen Zaun um die ganze Welt machen und kann sagen, das ist Privatgelände. Wenn er jetzt der Blume den Kopf abreißt, dann ist es ein Antrag. Okay, Felix, ich will das Gehege vergrößern. Nein, Alter, Felix, ich wollte gerade sagen, ich zahle dich auch mit Diamanten aus. Nee, ich meine irgendwie so, wie soll ich jetzt wieder raus? Als Entschädigung. Aber wenn die jetzt aktiviert. Warte, ich baue dich wieder frei. Ich steck sie alle rein, Gebäude. Nein, meine Axt ist kaputt. Felix, dann kannst du die Entschädigung vergessen und dann komme ich jetzt mit TNT an. Mir ist scheißegal, was du mit meinem Haus machst. Ich hab's doch gar nicht gemacht, ich bin nach oben Zettel auf dem Berg. Doch. Aga, dringende Mitteilung. Chris trinkt keinen Alkohol mehr. Was? Hat er mir gerade geschrieben. Natürlich hättest du doch Ziel rausgehen können, Mann. Das ist. Mein Weltbild ist gerade zerstört. Nein. Ja, schon. Mann! Hallo Leute, aua. Hab auch gerade nur zu gemeint. Respekt, hätte ich dir nicht zugetraut. Nein. Freiheit, Schafe, Greenpeace! Greenpeace kommt! Nein, die machen irgendwie. Jetzt bin ich eigentlich. Hey, er hat auch meine Schafe zu befreien. Greenpeace wird kommen! Freiheit für Wolle! Also die Schafe. Die leben doch in besten Bedingungen, ich hab gerade erst das Gehege erhöht. Erhöht. Hm. So. Also bräuchte ich die für unseren geilen Turmbaum. Du musst nur das Tor öffnen und rausgehen. Mohammed Lukas! Mann, jetzt ist schon scharfrei. Was will ich denn jetzt genau machen? Schrecken. Ja, tot ist meinetwegen, ist ja schön. Death, tot, stirb, Babyschaf. Aua. Oh mein Gott, das schaffe ich den gebissen. Das war nur ein Sandstück, das auf den Kopf, damit sich dein Denkvermögen erhöht. Hier, ich wirf dich mit Eiern ab. Blöd. La 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 la.
Ich so, das sind Dinge, die Aga nie haben wird. Eier? Ja. Ich hab Eier, 6 Stück im Kühlschrank. Nom, 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 nom. 6 Stück im Kühlschrank. Jetzt sehen Sie einen Seemannskörper von Alphons, aufgepasst. Guckt ihn euch genau an. Warte. Depp, guckst du? Ja, ja, ich guck! Spring! Bäm, tot! Das hätte jetzt echt gefehlt. Oh, du blödes Schwein. Hey, schreibt mir hier eine Socke. Warte mal, hier schreibt mir einen was mit Nougat-Schnitten. Was? Oh, du hey, Nougat-Schnitte. Wolltest du mir nicht den Text schicken? Ach so, Sepp, warum machst du das mit einer Spitzhacke? Weil ich keine Axt mehr hab. Sag doch was, ich hab 4 Eggs im Inventar. Ja, dann sag doch was, dass du 4 Eggs im Inventar hast. Ja, dann. Nimm die Axt. Ja, okay. Ja, oh, ich hab sie. Ja, toll, ist eine schäbige Steinaxt. Hallo, hört ihr mich? Das ist ja eklig. Ja, ja, ich bin. Ja, wir hören dich. Gut, ja, weil ich hab grad schon wieder meine Tasten gedrückt, die ich nicht drücken sollte. Achso. Weißt du denn inzwischen wenigstens, welche Taste es ist? Ja, 0 und 9. Inventar ist auf E. Ja. So, das ist mal ein bisschen kleiner hier. Drück mal F1. Alt und F4. Drück Alt und F4. Nee, F1. Da ändert sich die Farbe. Ey, das ist ja cool. Was ist denn das? Nee, da ist alles weg. Was hast du jetzt gedrückt? F1 hat er gedrückt. Ja. Lukas, drück mal Alt und F4, oh, da ändert sich die Farbe. Lutsch mir mal meine dicken Eier, du blöder Assi. Du bist so asozial, ey. Du bist total gescheuert. Boah, leck mich, Alter. Ja. So. Moin, blöden Schafe, weißt du, da ist man einmal weg und dann werden sie schon wieder blau. Das ist wie bei mir, einmal ist die Mutter weg und schon wird sie blau. Guck mal, das ist schon wieder schwarz hier. Ich will nicht wieder alleine sein. So, wie sieht's denn aus hier? Kommt, esst mal mehr Gras hier. Grasfresser. So, wie sieht's mit dem Weizen aus, Marcel? Ich brauch wieder welches. Mein Weizen. Die Erntemaschine arbeitet in Höchstbetrieb. Ah, Höchstbetrieb. Ist aber leider noch nicht bereit. So, dann geh ich mal meine Wolle wegbringen. Und beim Weizen erreicht Notstand. Weiß jemand zufällig, wo sich ein Sumpf befindet? Ja, du musst hinter dem Dschungel, der ist einer. Ich weiß nicht, wo der Dschungel ist. Ja, da musst du mal sehen und dann einfach geradeaus gehen. Ja, das nehme ich schon mehr. Nehm ich mir ja, Marc, da kannst du dir nochmal bei mir vorbeischauen, wie schön das jetzt bei mir ist. Da kannst du einen Hebel umlegen. Welchen Hebel denn? Welchen ominösen Hebel meinst du denn? Die gesamte Ernte ist im Arsch, ne? Die gesamte, wenn ihr das wisst. Ja, nein, nicht die gesamte. Es gibt noch mehr Ernten. Ja, meine und Agas. Ich hab keine Siebstern mehr und ich hab auch keine Möhren mehr. Dann bring ich dir dein Schwert zurück. Ich hab auch Möhren und Karotten. Ja. Also von daher. Du hast Möhren und Karotten, ja. Ja, ich biete jedem, der das sieht, 10 Euro, wenn er sich in den Server einhackt, ja, und die erste Maschine drückt. Hä? Warum muss ich sich da einhacken? Ja, keine Ahnung. Achso, ich könnte ja irgendwie die Serverdaten geben. 10 Euro, der sich von mir die 10 Euro Serverdaten geben lässt und die erste Maschine betätigt und dann wieder abhaut. Oh mein Gott. Keiner von uns. Stimmt. Ja, nee, das kommt gleich. Damit wäre mein gesamtes Monopol vernichtet. Ja. Dann wäre die gesamte Ernte im Arsch. Sepp würde keine Produktion mehr von mir erhalten, ja? Gar nicht. Ja, dann würde Aga und ich das halt übernehmen. Ja, wo ist das Problem? Dann werde ich ragen. Werde eure Farmen zerstören, egal was. Dann werde ich dran glauben müssen, wahrscheinlich. Auf Häuser habe ich noch nie Wert gelegt. Ja, und dann geht's hier ganz schön ab, ne? Alter, mit der Schere, da kann man voll. So geil. Oh, aber Marcel, ich bin der Lukas, wie bist du denn, dass ich dir ein Schwert zurückgeben kann? Ich glaube, vorher würdest du gebannt werden von Sepp. Ja, ist hier nicht grad. Nee, glaube ich nicht. Gehst du jetzt auf große Reise? Ja. Gute Besserung. Ohne Rüstung und mit 3 Kartoffeln. Ich glaube, ich bin gut ausgerüstet. Hauptsache, du hast die 3 Kartoffeln dabei, also mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Und ich habe mein Schwert aus dem Wasser geholt. Oh, es ist Excalibur, es kommt aus dem Wasser. Nee, es war ein Stein. Ja, es war ein Stein. Immer diese scheiß Hollywood-Produktion, ne? Volle falsche Geschichtssager und so. Aus dem Wasser. Wobei, ursprünglich, bevor es überhaupt in den Stein kam, ist von der Wasserhexe übergeben wurde an Merlin. Echt? Oh mein Gott. Falsch?
Habt ihr Braveheart gesehen? Oh, natürlich. Ja, Mann. Ja. Braveheart ist geil. Oh, das ist bisher, also mit Pulp Fiction, einfach nur mit die geilsten Filme, die es gibt. Nein. Space